Moin Leute und frohes Neues. Wenn ich es recht sehe, kommt dieses Video jetzt hier am 1. raus. Für mich ist aktuell noch der 31. Also kommt für euch das die 100. Folge raus, aber die 101. Folge am 1. Tag des neuen Jahres jetzt für euch. Ja. Frohes Neues wünsche ich euch. Ich habe jetzt die Taktik beim Knockout rausgefunden. Ich habe eine Runde Knockout jetzt gewonnen. Das Replay davon zeige ich euch dann gleich. Aber ich habe jetzt auch die Strat rausgefunden. Erstens, lass deine Ballkamera auf. Wenn du siehst, ein Pfeil sehr groß wird, mach einen Backflip. Weil mit einem Backflip deaktivierst du halt eben Attacken praktisch. Blockst du dir ab. Ne? Verbrauch zuerst Boost, bis du einen guten Speed hast und dann deine Flips und nicht alle auf einmal, wenn du so weit wegfliegst. Okay. Aktuell keinerlei Gefahr. Weil kein großer Fall zu sehen. Jetzt habe ich gedrückt, aber und locker geschafft. Locker. Aber das ist auf jeden Fall so die Strat. Ich habe jetzt schon eine Runde gewonnen. Ja. Ja. Oh Mist. Und man kann sich tatsächlich, wenn man Shift spammt, kann man sich aus so einer Betäubung frei lassen praktisch, aber man muss halt nicht wirklich spammen. Oh. So, ich habe auf der Kohlefaser, ich glaube es heißt Kohlefaser, ich bin mir aber nicht sicher. Da habe ich auf jeden Fall gewonnen. Ich mag den aber auch ziemlich. Quadrum ist auch stark. Oha. Hä? Ja, okay, gut, den hätte ich jetzt früher blocken sollen, müssen, können. Thank you.
Schutzzone wird wieder kleiner, in 2 Minuten ist er im Schaden da. Also keiner verfolgt mich. Und ich habe bisher auch, bin bisher auch noch nicht gestorben. Das ist schön, man muss halt eben nur gucken, dass er früh genug sich defendet. Das ist so der Hauptpunkt. So und tschüss. Oh, den habe ich jetzt nicht kommen sehen. Okay, gut, das ist der größte Pfeil da. Und tschüss. In 40 Sekunden ist Sam da. Da muss ich dann richtig aufpassen. Oder und wenn man und bei den Attacken sollte man am besten Shift drücken. Weil dann nimmt man sie doch gleich nochmal mit. So. Da. Sofortiges K.O. Und jetzt sind halt nur 2 Spieler da. Und da komme ich mit den Pfeilen jetzt. Kann ich jetzt halt eben mit den Pfeilen viel besser aufpassen und so. Und die betteln sich da drüben. So. So und tschüss. Meine Taktik hat geklappt. Let's go. Ah. 3 Knockouts, 0 Schaden zugefügt, aber gut, 2 Blocks und ich hätte am Ende sogar noch alle Leben. Ah, das tut gut. Ja, also ganz wichtig ist nochmal zu sagen, wenn du Shift drückst, also eine Greifattacke machst, ne? Dann, ne? Nein, wollte ich aber hier nicht. Kann das nicht geblockt werden? Das geht einfach nicht. Das kann nicht geblockt werden. So, das zeige ich euch mal mein das Replay. Hier Kohlenstoff. Da der Regisseur hier nicht funktioniert, mache ich die Autocam natürlich wieder mal auf mich. Man sieht leider nicht, wie viele Flips ich noch habe und so. Und wenn ich jetzt hier mal gucke, dann ist hier auch Tore, Vorlagen, Paraden, Schüsse und alles drum und dran. Leider sieht man da nichts. Und aus irgendeinem Grund ist da unten auch noch das Rumble-Item-Gedönse.
Oh ja, das hört. Ja, du musst halt eben gut aufpassen. Und das mit den Pfeilen habe ich auch erst ein bisschen später herausgefunden. Ich mag die Map hier. Wenn man da so schön über die Abgründe fliegen kann und so. Und ich bin am Ende tatsächlich sogar zweimal gestorben, aber das war verdient. Das war verdient. Ja. Das war close. Und ganz sicher ist auch, dass man das Super Sonic kriegt. Da habe ich gerade Shift gedrückt. Gut, das war kein guter Move. Leider funktioniert die Autocam jetzt nicht ganz so gut. Ich habe noch 3 Leben, deshalb steht auch 3 Schüsse. Ja, das ist ein bisschen, ist hier halt eben ein bisschen faul. Ich glaube, und jetzt habe ich einen Block gemacht. Und das sind die Paraden. Paraden sind Blocks, das ist noch leicht zu merken. 8 Punkte, also 8 Schaden durch Angriffe. Und Tore sind die Knockout. Also das war ich gestern. Also für euch vorgestern. Da habe ich auch so und so das Sieg hingetragen. Man muss halt eben am Ende, das ist wichtig, man sollte am Ende bei seinen Attacken, vor allem wenn es schon 6 Minuten ist und man ist noch zu zweit, dann sollte man bei seinen Attacken immer Shift drücken. Immer, sonst riskiert man geblockt zu werden, dann selber gestumpt zu werden. Gut, in die Richtung hätte ich da jetzt nicht, eigentlich nicht flippen sollen. Oha! Oha, geblockt! Ich hab gedacht, also an vielen Stellen, wo ich jetzt nicht abwehr oder so, da habe ich eigentlich gedrückt, aber das Delay, das Mini-Delay sorgt dann eben doch dafür, dass ich dann nicht gedrückt habe. Oha! Not out. Keine. 27 Schaden schon gemacht. 2 Blocks und 3 Leben. Und 2. Block. Und 3. Block. Das sind die Paraden, ne? 5 Paraden habe ich jetzt schon. Und 5 Blocks. Und noch ein Block, oder? Ja. Oh, 7 Blocks. Haben wir hatte wohl irgendwie das gleiche im Kopf gehabt. Und ich fahre auch gern frontal ins wenn verteidigend in Autos rein.
Eine Parade und auch ein K.O. habe ich schon. Ich weiß nicht, wo ich das her habe. Aber ich glaube, ich kriege gleich mein zweites. Yep. Jetzt ist nur noch dieser Typ hier da. Und meine Ball. Und dann ist er leider noch zwei Tode, aber die sind verdient. Die sind verdient. Sanders ist jetzt. Der erste ist aber der doofste von beiden. Ja, der hier. Da sterbe ich jetzt. Ja. Aufnahme, da ist es an. Gut. Und der nächste Tod. Der ist verdient. Das war einfach zu unvorsichtig. Yep. Verdient. Jetzt habe ich noch ein Leben. Aber erstens geblockt. Beim 1v1 richtet man auch seine Ballkörner auseinander. Und den anderen. Habe ich damit Schiff ihn mir gegrabt und raus. So, ich würde mal sagen, mit diesen beiden Videos endet unsere heutige Folge. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, frohes Neues und ciao.